Hallo liebe Leute, mit diesem Video fangen wir eine neue Serie an und zwar zeige ich euch, wie ihr PaintNet nutzen könnt. Also zuerst müssen wir das natürlich runterladen. Am besten schreibt ihr hier einfach paint.net. Das Dot ist besser als den Punkt zu setzen, weil es gibt ja auch das Paint von Microsoft. Das ist hier zu sehen, also dieses normale Paint, das wollen wir nicht. Das ist einfach zu schlecht. Mit dem kann man nicht so viel machen wie mit diesem Paint. Also wenn man paint.net eingibt, dann kommt man auf die getpaint.net Seite. Dort hier an der rechten Stelle gibt es Get it now, hol es dir jetzt. Man kann es auf vielen Sprachen haben. Ich bin jetzt mit einem englischsprachigen Windows unterwegs und deswegen wird mir hier vieles auf Englisch angezeigt. Also Download it now und dann haben wir hier Free Download Now, um es runterzuladen in der 4.0.12 Version. Okay, das speichern wir ab und das sollte eigentlich relativ schnell auf dem Rechner sein, sind ja nur 6,7 MB, kommt natürlich auf die Internetverbindung drauf an. So, nun ist es runtergeladen, wir können es einfach aufmachen, indem wir draufklicken. Wir sind jetzt hier im Downloads Ordner und hier können wir das Ganze entpacken dann am besten so einfach entpacken mit der ganz normalen Windows-Funktion oder halt mit 7-Zip oder WinRAR, je nachdem wer etwas hat. Dann Doppelklick, bestätigen und dann wird es auch automatisch installiert. Hin und wieder, wie hier bei mir jetzt, fehlt ein Net-Framework. Das wird nachinstalliert. Wenn es das nicht angezeigt wird, dann habt ihr das schon wahrscheinlich mit einem anderen Programm installiert. Ist alles kein Problem, das macht das PaintNet automatisch und selbst. Man klickt einfach auf OK und dann wird es halt nachinstalliert. Auf Windows 8 und Windows 10 sollte das eigentlich schon vorinstalliert sein und diese .NET Software wird dann nicht nachinstalliert. Also die ist dann schon vorinstalliert und wird nicht nachinstalliert. So, das dauert jetzt wieder eine Weile, aber da ihr ein Video schaut, einfach vorspulen bzw. ich tue das für euch, ich mache hier einen Schnitt. Und wir sehen uns, wenn das Ganze fertig ist. Und nun kommen wir zur eigentlichen Installation des Ganzen. Und hier können wir natürlich auch Deutsch rüber switchen, umstellen. Und natürlich, wir machen die Schnellinstallation. Das bietet sich einfach an. Benutzer definiert müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. So einfach weiter. Dann natürlich die Nutzungsbedingungen, den Lizenzvertrag zustimmen. Ich stimme zu, auf Weiter klicken. Und dann sollte es eigentlich ganz fix installiert sein. Wir beschleunigen das im Video. So, nun ist das Ganze installiert und wir haben hier PaintNet starten. Das Häkchen lassen wir da und wir starten das Ganze einfach mit Fertigstellen. So, und nun stelle ich kurz das PaintNet vor und den Rest machen wir dann in den nächsten Videos. Also, hier links oben haben wir unsere Werkzeugkiste. Das ist das Tool, mit dem wir hauptsächlich arbeiten werden. Das andere Tool ist hier rechts unten. Das ist die Ebenenübersicht. Und dann haben wir noch hier rechts oben die Verlaufsübersicht und hier links unten die Farbauswahl. Die können wir auch erweitern. Aber grundsätzlich wird uns wahrscheinlich diese Farbauswahl schon ausreichen. Natürlich, wenn wir ein bisschen Transparenz reinhaben wollen, dann werden wir auch den Alpha-Kanal nutzen. Sonst reicht uns schon diese Übersicht. So, wenn wir die Werkzeugelemente nutzen, zum Beispiel jetzt hier die Schrift, dann verändert sich hier oben die Werkzeugspalte, also die Werkzeugspalte hier verändert sich je nachdem, was wir hier unten aussuchen. Ja, und wenn wir den Radiergummi aussuchen, dann haben wir hier halt das Werkzeug, was wir ausgesucht haben. Dann haben wir hier die Pinselstärke, aber in diesem Fall ist es ja die Radiergummistärke sozusagen, die ist standardmäßig auf 2, also hier, wenn wir jetzt den Pinsel aussuchen, haben wir hier die Pinselstärke 2 und wenn wir dann den Radiergummi aussuchen, haben wir auch die Pinselstärke 2, das heißt, wir können genau diesen Strich wegradieren. Aber wir können uns einfach die Pinselstärke auch für den Radiergummi einfach viel höher machen, dann können wir das Ganze viel besser wegradieren. Also wir sehen, dass wir beim Radieren eigentlich alles wegradieren und wir radieren gerade auch den Hintergrund weg. Und hier rechts sehen wir dann das Verlaufsfenster und das können wir dann auch
mit Hilfe dieses Fensters können wir dann Sachen rückgängig machen. Zum Beispiel hier jetzt das Radieren. Wenn ich hier auf Farbpinsel zurückgehe, dann ist die Radierarbeit weg. Und ich kann mir zum Beispiel den Pinsel wieder aussuchen und dann mit Weiß das Ganze übermalen. Dann habe ich nichts wegradiert, also den Hintergrund zum Beispiel nicht wegradiert, falls ich da mal ein Problem gehabt habe. Ja, und das war's eigentlich schon mit dem Einführungsvideo. Also hier oben gibt es noch ein paar Effekte, Korrekturen und so weiter, aber das werden wir im Laufe des Tutorials dann alles kennenlernen. Je nachdem, was wir dann machen, werde ich das Ganze in kleinere Schritte aufspalten. Also als nächstes habe ich geplant, ein Tutorial zu machen, wo wir einen Schriftzug machen mit Schatten. Und das werde ich dann im Ganzen machen, aber wenn wir dann Projekte machen, die ein bisschen aufwendiger sind, werden die dann so in Unterkategorien gesetzt, so dass wir schön mitkommen mit jedem Video. So, das war's. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.